Also, ja, klar, aber ich will nicht mit Gamepad spielen. Das ist ja das Problem. Ich will schon mit Maus und Tastatur. So, wo waren jetzt die Abkürzungen, die ich geöffnet habe? Wo waren jetzt die Abkürzungen nochmal? Ach, da oben direkt, ne? Genau, ich glaube schon direkt da oben. Genau, hier, ja. Jetzt kommen wir vielleicht nur gegen eine kleine Gruppe Gegner. Langsam, fallen Sie mir näher. Ich bin bei dir, Kerl. Ich sollte mich zurückziehen. Aua. Welche übrig? Ich greife an. Okay. Die haben wir gekillt. Rudi, huhu. Ich stech wie ein Schmetterling. Okay. Ich gebe dir Deckung, Kerl. Aber. Boah, der ist aber echt schnell da. Halt ihn ein! Hilfe! Das werden Sie bereuen. Ja. Hä? Achso, oh, falsche Taste. Ihre Überlebenswahrscheinlichkeit ist gering. Boah. Okay, so geht das schon mal nicht. Einfach mit maximales draufhacken funktioniert bei dem nicht gut. Anscheinend muss man gut parieren oder blocken. Mal sehen. Das weiß ich noch nicht so richtig. Aber schon mal erster Boss. Erster Boss direkt zu hart. Geht gut los. Erster Boss direkt zu schwierig. Ich habe Gesellschaft. Sie ist nicht freundlich. Ein Nächster! Wird Ihnen eine Lehre sein. Dass ich jetzt hier immer wieder durchkrabbeln muss, ist ja nervig. Sie wollen zu uns. Ihr geht ohne Autorisierung. Plötzliche Bewegung nicht vorhergesehen. Nein. Shit. Das hat geliebt so gut. Gib nicht auf. Shit. Schnell weg. Heil mich. Interferenz. Nein. Okay, mit ein bisschen System geht's. Man muss halt auch nicht gerade blocken. Ich sehe keinen Weg nach oben. Sehen wir uns um. Die Sache war, ich habe halt am Anfang immer gedacht, ich will nur perfekte Paraden machen. Normales Blocken ist ja langweilig. Ich muss perfekte Paraden machen. Und habe dann immer versucht, im richtigen Moment einmal zu klicken. Anstatt einfach, wenn er angreift, blocken zu halten, ja? Und dann, wenn er fertig ist, dann anzugreifen. War halt ein bisschen dumm. Aber dann ging's. Dann ging's. Was gefunden, Kumpel? Was hat er da? Ein Kletterseil. Die Arbeiter nutzen so etwas jetzt. Kannst du es reparieren? Manchmal denkt man zu kompliziert, das stimmt. Alles etwas oder man will mit zu viel Swag spielen. Aber nicht kaputt. Dann komme ich schon wieder hin. Hm.
Du hast also das Imperium bekämpft auf Kashyyyk? Ja. Einen Kampfläufer gekapert und du hast allein ein imperiales Gefangenenlager befreit. Das war BD. Nur ihr zwei. Und ein paar Freunde. Und was ist mit dir, Neuer? Machst du das hier für die Kredits? Kredits schaden nie, aber ich... Ich habe eine Tochter. Kata. Ich sehe sie viel zu selten, aber immerhin kann ich für sie sorgen. Bestimmt hart, nicht bei ihr zu sein. Hm. Und die Mutter? Na, ist gestorben. Das Imperium hat sie uns genommen. Tut mir leid. Sie haben viele getötet. Es werden immer mehr. Hast du sowas schon mal benutzt? Krieg ich schon hin. Ich war Schrottsammler auf Bracca. Du hast schon einiges erlebt für dein Alter. Man schlägt sich so durch. Wir alle, oder? Ja, du nicht. Nur ich. So. Boah, da cool. Dann drücke E, um Kerl mit dem Greifhaken an bestimmte Punkte in der Welt zu ziehen. Okay. Dann versuchen wir das doch gleich mal. Hier oben. Ach da. E. Ah ja, das sind diese Dinge. Ah, verstehe. Die hatten wir ja schon gesehen. Okay. Cool, cool. Wir können mit dem Terminal die Plakatwand drehen. War doch nicht so schwer, oder? Und zurück so. Zur Brücke. War schwer. Wenn Gap sich langweilt, hat sie zum Spaß den imperialen Funk. Ist sie so gut? Zu gut. Vom Syndikat ausgebildet. Aber sie hatte es sich mit ihren Arbeitgebern verdorben. Du was brauchst im Real Life? So einen Kletterhaken, meinst du? Bravo war ein Pilot für die Republik. Ex-Militär. Das erklärt einiges. Hier hat eine Zusammenarbeit mit Coop und List begonnen. Kantine auf Norset. Ein Kopfgeldjäger hat uns aufgelauert. Die Zwillinge haben ihn in einen Minenschacht geworfen. Seitdem sind wir Freunde. Hey, wo muss ich denn hin? Ach, muss ich wieder einfach ganz zurück, oder was? Tatsache, sieht so aus. Also das Ausweichen mit Tab ist ja wohl... Ist ja wohl ein Witz. Habe ich eigentlich schon wieder einen Fertigkeitenpunkt? Ja, ich hab sogar einen. Was kann ich jetzt noch machen? Widerstandskraft. Kells maximales Leben erhöht sich. Toll, dass bei dem anderen nicht angezeigt wird, was das kann, ist ja auch total doof. Hä, wie kann ich jetzt hier hin und her gehen? Überall steht immer nur... Warte mal, Talent anzeigen. Aufziehender Sturm. Das für ein Scheiß. Aber das ist doch das hier. Nee. Achso, doch, ich kann die Talente dann anzeigen. Aber ich weiß leider. ja, also bisher läuft es bei mir. Ich lasse es erstmal. Bei mir läuft es bisher ziemlich gut. Es läuft ziemlich gut bei mir, aber hin und wieder laggt schon ein bisschen. Obwohl, nee, wir müssen Talente vergeben. Was soll das? Was haben wir denn bei Überleben noch? Also Lebenspunkte erhöhen. Stim erhöhen, noch mehr Lebenspunkte erhöhen und bessere Reflexe, was auch immer das heißt. Das weiß ich halt leider nicht. Und was haben wir bei Macht? Kells maximale Macht erhöht sich. Größeres Festhalten, längeres Festhalten, überlegenes Festhalten, klare Einstimmung. Alles ist immer Macht erhöht sich. Kanalisierte, schneller Fokus. Ausweichen erhöht, wie viel Macht durch einen erfolgreichen Präzisionsausweichen wiederhergestellt wird. Okay.
Was haben wir da noch? Reißender Magnet. Zwillingsmagnet, unerbittlicher Magnet. Okay, das sind die ganzen Dingsfertigkeiten, aber ich will schon eher mit dem Lichtschwert kämpfen, glaube ich. Kurz drücken vor Kontakt, um bis zu zwei Blasterprojektile hintereinander zurückzuwerfen. Ja, ist nicht so wichtig, glaube ich. Luftangriff, drücke in der Luft F, um Ziele unter dir anzugreifen. Das ist bestimmt gut. Aber warum komme ich da jetzt nicht hin? Achso, weil ich da zwei Punkte für brauche. Okay. Ausfallender Schlag reicht jetzt weiter. Das brauche ich, glaube ich, auch nicht. Halte nach einem normalen Angriff, um einen mächtigen Schwung über Kopf auszuführen. Ich glaube, das hier ist nicht schlecht, der Luftangriff. Da bräuchten wir zwei Punkte für. Darauf spare ich, glaube ich, mal. Ich habe Auflösung 2K. Auflösung 2K und alles auf episch. Also alles so hoch, wie es geht sonst. Ordentliche Crewcasters. Hoffentlich leiste ich meinen Beitrag. Du hast uns zum Senator gebracht. Klingt, als wollt ihr meinen Anteil verdoppeln. Ist das so belegt? Ah, jetzt können wir hier rüber, guck mal. Oder wir können da wieder hin, wo wir hergekommen sind, aber müssen wir ja nicht. Wir können jetzt hier lang. Also es läuft bei mir nicht perfekt, es ruckelt schon hin und wieder ein bisschen, aber größtenteils läuft's gut. Mit meinen Settings aktuell. Ja, schön dich zu sehen. Hey, Bravo. Was Bravo? Irgendwie nie etwas nach Plan, oder? Wo blieb sonst der Spaß? Hier macht sich der Neue. Ein bisschen geschwätzig, aber gut im Kampf. Ha, danke sehr. Gelbs hat die Yacht gehackt. Der Senator kann nicht um Hilfe rufen, aber er hat sich ziemlich gut verschanzt. Hast du geklopft? Wir hatten doch irgendwo schon mal so einen Festhaltepunkt da hinten irgendwo gesehen. Wartet mal. Obwohl, das bringt nichts, ne? Damit komme ich nur wieder zurück. Das wäre, wenn dann, nur eine Abkürzung. Nee, das bringt nichts. Zurückzugehen und zu gucken, was das für ein Festhaltepunkt, wo ich das erste Mal so ein Ding gefunden habe. Wo ich mich gewundert habe, was das ist. Das bringt nichts. Irgendein Zeichen vom Kerl? Batista! Batista! Hab grad mit den Zwillingen gewettet, dass der Senator dich drinnen ausgestopft hat. Dann will ich einen Anteil. Hey, Cal, wenn du stirbst, krieg ich die Mantis, oder? Tut mir leid, Gabs, sie gehört nicht mir. Wie lautet der Plan? Die Yacht ist eine Sinarim Sidian. Der Senator hat Militärinfos auf seinem persönlichen Terminal an Bord. Damit hätten wir eine echte Chance gegen das Imperium. Das Problem ist nur, die Kabine hat Panzertüren. Die können nicht mal die Zwillinge aufstemmen. Und wie kommen wir rein? Ihr holt die Yacht runter, Jetpack. Dann beginne ich mit meinen Hackerkünsten. Mit meinem zauberhaften Assistenten. Ich schnapp mir einen Transporter und bin sofort wieder da. Was hat der mittlerweile für ein Riesenteam? Dieser Kerl. Zwillinge, trifft die Crew auf der Yacht. Ich will hier durch. Was soll ich tun? Du hast ein Jetpack. Benutze es. Verstanden. Also jetzt gerade habe ich auch keine 60 FPS mehr. Jetzt gerade geht es auch immer mal wieder runter auf Abkürzung, oder? Nach da drüben? Ja. Okay, Abkürzung freigeschaltet. Sehr gut. Da sind wir gekommen. Droppt jetzt auch immer so auf 54 runter. Drückt. Ha, seht ihr, ich habe einmal Machtschub gemacht und es hat direkt funktioniert. Kann ich hier noch irgendwas tun? Nö. Komm schon, Cal. Ich halte diese imperialen Hacker im Schach. Ja, aber ja. Selbst ein Genie wie ich hat Grenzen. Ein Genie wie ich hat Grenzen, okay. Haltet die Augen offen. Bravo sagt, ihr werdet immer noch gesucht. Okay. Vielleicht solltet ihr beim nächsten Mal auf Syndikat-Status achten, bevor ihr einen Kampf vom Zaun brecht. Ja. Hey,
Cal. Wie läuft's bei dir? Schissen. Genieße nur die Aussicht. Wonach suche ich? Zwei Streben haben sich um die Yacht gewickelt. Das wird eine Menge Kraft erfordern. Ich meine damit Jedi-Kraft. Ich denke, das kriege ich hin. Die Rückler dürfen halt nicht sein. Empfohlen wird eine RTX 2070. Ja, das stimmt. Klar. Und ich habe eine 4080. Ja, Gax hat mich vorgewarnt. In Ordnung. Was ist hier los? Zwei. Erster Schritt, yeah. Gabs. Sagst du den Zwillingen, sie sollen die Yacht runterholen? Bin dabei. Gut, hier seid dran. Wie machen die das? Dieser Lüftungsschacht brennt dich durch, wenn du ihm zu nahe kommst. Okay. Alles klar, Chef. Da geht ziemlich weit runter. Sei vorsichtig. Ich bin immer vorsichtig. Carida, habt ihr den Arsch gerettet? Du schuldest mir ein Schiff. Fürs Protokoll, ich habe ihn für dich gelockert. Nicht übel, Herr. Spring rüber, wir ziehen sie runter. Ich bin drauf, Gabs. Zwillinge, die Yacht gehört euch. Bolla, bolla. Is Wonky Panwa Auto. Was muss ich tun? Crew ist in Position, Kerl. Bereit, diesen Ramsidianer zu öffnen. Hä? Was muss ich tun? Kommst du? Die Crew wartet auf dich, du Trödler. So, da lang. Richtig gesehen. Hacken. Und jetzt wird es für mich und meinen bezaubernden Assistenten Zeit, euch zu zeigen, wie es geht. Er ist schon offen. Alles überprüfen hier. Ob hier noch irgendwo Loot ist. Rede mit Co. Bin gespannt, ob der Senator was zu essen an Bord der Yacht hat. Atisa! Atisa! Ja, finde ich auch. Also ich stimme da voll und ganz zu. Typ ist wahrscheinlich. Okay, der fackelt nicht lange, der Boot. Geben Sie uns Ihren Terminalcode. Das wäre mein Todesurteil. Können wir Echo wahrnehmen? Nun, mit welchem Verhandlungswerkzeug soll ich beginnen? Habt ihr nicht von mir behauptet, ich sei scharfzüngig? Das hier ist stumpf. Damit müssen wir uns wohl abfinden. Oder hat irgendwen gefoltert. Blutige Verhandlungen. Nice. Was ist, wenn ich jetzt Escape drücke? Ah, hier. Darius Sajan, der Senator von Utapau, war berüchtigt dafür, politische Rivalen mit allen Mitteln seinem Willen zu unterwerfen. Okay. Vielleicht kann ich ihn umstimmen. In einer vulkanischen Gedankenverschmelzung bestimmt. Drücke Ctrl, um bei Charakteren mit einem Indikator über ihrem Kopf einen Gedankentrick anzuwenden. Du wirst mir Zugriff auf dein Terminal geben. Ich kann nicht. Vertrauen, Belohnung. Hä, wie mache ich jetzt hier Belohnung? Achso, entsperre damit. Es, dann wirst du belohnt. Ich werde belohnt werden. Ich werde das Terminal entsperren.
Wenn er sich bewegt, schieß. Aber gerne. Also bitte, was haben wir da? Die Puffy? Sie sind überall. Nicht der Durchbruch, den wir erhofft hatten. Jahrelange Kämpfe. Doch nichts davon hat sie gebremst. Was habt ihr erwartet? Ihr habt verloren. Die Republik ist tot. Getötet von Politikern wie Ihnen. Denkt ihr, ich wollte Utapau im Imperium haben? Meine Kompromisse haben eine Zukunft für mein Volk geschaffen. Ich war auf Utapau, Senator. Ihr Name ist dort ein Schimpfwort. Immerhin leben sie noch. Wozu kämpfen, wenn man nicht gewinnen kann? Niederlagen schmecken anfangs bitter, Kerl. Aber mit der Zeit süßer. Befreit mich. Und wir handeln was aus. Nein, Senator. Eines Tages, wenn Ihre Kinder das hier sehen, werden Sie wissen, dass die Jedi für Sie gekämpft haben. Wie enttäuschend naiv. Hey, die Zwillinge haben diesen hungrigen Blick. Bringen wir es zu Ende, bevor wir ein zweites Carida haben, ja? Und was ist mit ihm? Er kommt mit uns. Okay, schnappt euch das Essen und los. Der Senator wird aufgemampft. Nice. Die Unterwelt von Coruscant. Boah, okay, hier ruckelt es gerade echt ein bisschen. Scannen. Der galaktische Senat. Aha, das ist also der galaktische Senat hier, den wir gerade gescannt haben. Okay. Echo wahrnehmen haben wir schon gemacht. Sonst haben wir hier nichts. Die Klonkriege. Achso, das wissen wir von den Klonkriegen. Sie haben Glück, Senator. Oder gestohlene Schätze. Mit Saw Gerrera. Er wird mich töten. Oh, darüber weiß ich nichts. Kommt drauf an, ob Sie kooperieren. Diese Fähigkeit schätzen Senatoren doch, oder? Kooperation? Rede mit Coop. Portisa! Guta! Habt ihr Hunger? Auf Senator. Rede mit Bravo. Haben wir, was wir brauchen? Ja, bin gespannt, was Saw als nächstes für uns hat. Erstmal müssen wir mit diesen Informationen an die Oberfläche. Haben wir einen Plan für den Senator? Ich überlege noch. Wir können jederzeit Coop und Liz fragen, um rauszufinden, ob der Senator fliegen kann. Früher oder später finden sie euch, Jedi. Oder unten leckt's. Hat klippt's mit seinem Rückenteil durchs Bein. Lasst mich gehen, sonst werden eure Freunde leiden. Dafür werdet ihr bezahlen, Cal Kestis. Ach, diese Senatoren haben ein schönes Leben. Kann ich seine Yacht haben? Das Ding ist zu langsam für dich. Dann benutze ich sie eben nur am Wochenende für Familienausflüge. Schön, du Spielverderber. Die Gaps ist lustig. Was dagegen, wenn ich mir mal kurz Sajans Terminal ansehe? Vielleicht hat der Senator ja noch irgendwas, das wir verwenden können. Und mit wir meinst du Schmutz, den du für ein paar Kredits verkaufen kannst? Man kann für eine gerechte Sache kämpfen und trotzdem seinen Anteil bekommen, Kel. So ist dieser Krieg nun mal. Nächstes Mal vielleicht. Okay, aber du zahlst das Essen. Und die Zwillinge verhungern gleich. Ich war noch nie auf dem Schiff eines Senators. Hab aber mal eins hochgejagt. Das waren noch Zeiten. Okay. Öffnen. Hab's mir anders überlegt. Wir sollten das Imperium immer im Visier haben. Ja, fühlt sich gut an, das Richtige zu tun. Nein, die sind stinkreich, obszönreich. Dagegen sind die Hutten Saubermänner. Ich wette, dieser Senator hat noch mehr Fähigkeiten in seinem... Oh, shit.
ihr Schatten nachgejagt habt, muss ich da! Oh, das ist nice. Lichtschwert in einen rein. Oh, neunte Schwester haben wir den nicht gekillt. Und einen reinwerfen und dann ein Lichtschwert ranziehen. Ja, die neunte Schwester haben wir doch gekillt in vollen Order. Nächster Bossfight. Carl, wir müssen weg! Carl, komm zurück! Carl, wo willst du hin? Komm zurück, Carl! Okay. Doch kein Bossfight. Oh oh. Ist das ein Witz? Ah, man fährt da ja hin. Okay, krass. Gaps ist tot. Einer der Zwillinge oder beide sind tot. Die neunte Schwester ist wieder da. Was ist jetzt hin? Wir müssen zur Mantis. Okay. Gaps. Zwillinge. Oh, beide. Trauern können wir später. Wir müssen weiter. Das ist auch geil. Ich sag, wo müssen wir jetzt hin? Und in dem Moment sagt Kel, wir müssen zur Mantis. Das hat der Style. Aua. Die jagen uns, Kumpel. Wir müssen ihnen einen Schritt vorausbleiben. Thanos, seine Schwester. Ja. Auf eine markierte Wände springen, um einen Wandsprung auszuführen. So. Hä? Ich weiß nicht, ob das der Plan war, dass man hier so hoch sollte, aber es hat geklappt. Achso, hier ist ein Linkspunkt. Okay. Nutzen wir doch direkt mal. Fleischfabrik, ui, cool. Dass man hier auch nicht sieht, ah doch, verfügbare Fähigkeitenpunkt. Okay, immer noch nur einen. Wir können also entweder dahin. Was ist auf die Karte, wo wir hin müssen? Ah, ich muss sogar da nach rechts. Dann gehen wir erstmal hier lang. Weil hier ist noch. Oh, noch so ein Druide. Oh. Nein! Aua. Hey, diese Sicherheitsdroiden sind anstrengend. Und dafür kommen wir jetzt hier zu so einem Ding aus Doom. Stimbehälter, den können wir gebrauchen. Oh nice, das können wir 3 Stims haben. Ja, nice. Max Stims, Alter. Also hat sich gelohnt, hier hochzugehen. Ist überall Fleisch und es hängt einfach so in der Öffentlichkeit rum, oder was, das Fleisch? Zum Glück gibt's das bei uns nicht. Jetzt können wir aber auch nochmal eben schnell einmal meditieren für wieder volle Lebenspunkte.
Okay.